Guten Abend miteinander. Guten Abend. Ich versuche mich an die Zeitvorgabe zu halten. Ich werde schnell sprechen. Was ist eine Sensation? Eine Sensation ist 8% des schweizerischen Energieverbrauchs einzusparen. Wir sind eine Sensation. Ich habe keinen Sonnenstich. Ähnlich denken auch unsere Partner, denen ich Danke sagen möchte, das ist das Bundesamt für Energie, das KTI, das CSM, die EPFL. Auch möchte ich mich bedanken für die Preise, die wir erhalten haben. Wir sind die Neurobat, wir revolutionieren, wie man Heizungsregler steuert. Wir haben ein Add-on entwickelt, eine Technologie, die Heizungsregler sehr, sehr wesentlich verbessert und somit erhebliche Einsparnisse erzeugt. Was ist die Situation? Sie haben einen sehr hohen Energieverbrauch in der Schweiz für Gebäudeheizung. Das Gebäude konsumiert ungefähr 40% der Energie, davon 83%, um das Gebäude zu heizen. Wir kümmern uns genau darum. Um das Wasser kümmern wir uns im nächsten Schritt, da können wir sehen, ähnliche Algorithmen einsetzen. Das bedeutet in CO2-Emissionen 16,5 Millionen Tonnen. Auch die werden wir erheblich reduzieren. Was ist die Ausgangslage mit den existierenden Heizungsreglern? Sie haben eine Technologie, die ist uralt und die ist linear und die basiert auf Außen- und Innentemperatur und auf Heizkurven und leitet daraus die Impulse ab, die der Heizung gegeben werden, um Wärme dem Gebäude zuzuführen. Das ist nicht hinreichend, weil jedes Gebäude anders ist, weil das reaktiv ist und nicht proaktiv ist, sondern erst schaltet, wenn es zu spät ist. Das hat sehr viele Ineffizienzen, führt zu verschwenderischem Verhalten und zu Unzufriedenheit, weil sie oft zu heiß im Gebäude haben oder zu kalt. Was Sie machen können, Sie können es ein bisschen verbessern mit einer sophistizierteren Steuerung. Die müssen Sie aber programmieren. Das sind ein paar Dutzend Input-Variablen. Wenn Sie keinen ETH-Abschluss haben, ist das sehr schwierig. Was machen wir? Wir haben eine Lösung gefunden, die selbstprogrammierend ist, die den Komfort erhöht, das heißt, Sie haben effektiv die Temperatur, die Sie haben wollen in der Wohnung, und die Energie spart, und damit meine ich nicht 3%, damit meine ich zwischen 20% und 30%. Wie machen wir das? Wir haben ein Modell entwickelt, das 3 Submodelle beinhaltet. Das ist ein Klimamodell, ein Gebäudemodell und ein Benutzermodell. Diese 3 Modelle werden gefüttert über 4 Sensoren, die wir im Gebäude anbringen. 2 sind in der Regel schon vorhanden, das ist die Innentemperatur und die Außentemperatur. Wir fügen dem noch einen Solarsensor hinzu, damit man sieht, wann die Sonne scheint, und einen Bewegungsmelder, damit man erkennen kann, wann sind Leute im Gebäude und wann verlassen sie das Gebäude wieder. Diese Inputs füttern unser Modell. Das Modell lernt, wie sich das Gebäude verhält. Jedes ist anders. Wenn die Sonne reinscheint, heizt ein Gebäude sehr schnell auf, ein anderes langsamer. Eines gibt die Hitze sehr schnell wieder ab, ein anderes fast gar nicht. So ist jedes Haus individuell. Das können Sie gar nicht selber programmieren. Der Effekt ist, dass wir eigentlich die Flusstemperatur von der Flüssigkeit im Heizsystem regulieren und drosseln. Weil wir adaptiv sind, das Gerät lernt ständig dazu und nimmt Veränderungen des Verhaltens auf, und prädiktiv sind, können wir viel exakter vorhersehen, was passieren wird. Wenn Sie jetzt, und damit möchte ich auch zur Realität übergehen, von Beispielen sprechen, die wir tatsächlich vollzogen haben. Sie sehen hier den Neurobot-Controller und ein Histogramm. Hier sehen Sie einen herkömmlichen, aber bereits guten Controller der Industrie. Und wir haben die gegeneinander laufen lassen über Heizsaisons. Und Sie sehen hier die Messpunkte in derselben Saison, also sie sind parallel immer ein- und ausgeschaltet worden, haben wir hier eine Temperatur von 27 Grad am häufigsten gemessen als Temperatur der Flüssigkeit im Heizsystem, währenddem ein herkömmlicher, aber bereits guter Regler bei 47 Grad liegt. Und das sind Welten und das sind unsere Potenziale und das ist da, wo wir sparen. Wir haben hier auch exemplarisch 3 Beispiele aufgenommen. Hier haben wir die Ersparnisse zwischen 23% und 35% erzielt. Wir haben das jetzt 3 Saisons lang gemacht, also Sie können davon ausgehen, dass das auch in der 4. Saison so sein wird. Wie bringen wir das jetzt in den Markt und zum Kunden? Eine schöne Technologie zu haben ist gut, aber Sie müssen damit auch erstens ein Geschäft machen und zweitens den Kunden erreichen. Wir haben 3 Produkte entwickelt. Das eine ist ein
OEM-Produkt, das wir den Herstellern von großen Heizsystemen verkaufen. Das ist wie ein Intel-Chip Inside, das können Sie im bestehenden Produkteportfolio hinzufügen. Damit drängen Sie niemanden aus dem Markt, sondern Sie machen nur bestehende Produkte besser. Das zweite ist ein Retrofit-Produkt, mit dem gehen wir zu bestehenden Wohnungen und Einfamilienhäusern, verkaufen das für sehr wenige 1000 Franken, tun unsere Wireless-Sensoren dazu. Sie haben eine Payback-Period von sage und schreibe 2 bis 4 Jahren. Vergleichen Sie das mal mit Photovoltaik oder mit einer Erdsonde. Vergleichen Sie den Aufwand von 4 Wireless-Sensoren aufzustecken, mit Paneelen übers Dach legen oder ein Loch zu buddeln. Das dritte Produkt, was wir haben, ist für die großen Gebäudekomplexe, ist für die Industrie, ist für Bürogebäude. Das ist eine Fernsteuerung. Wir sammeln die Daten von den Gebäuden, die kommen zu uns auf den Server. Auf dem Server werten wir aus, was passiert im Gebäude, geben den Impuls zurück an die Heizung und steuern die Fern und haben somit auch ein Geschäftsmodell, das wiederholt Umsatz bringt, dass wir aber auch darauf basieren, wie viele Ersparnisse erzielen wir effektiv und diese teilen wir dann. Wir haben einige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das geht von losen Diskussionen zu sehr fortgeschrittenen und auch zu Ende verhandelten Kooperationen. Wir haben mehrere Kanäle, das geht über Versorgerfirmen zur Industrie, zu den OEMs, zu den Installateuren, die selber gerne ein Produkt mit einer Marge verkaufen, plus dazu Mannstunden von ihren Monteuren. Und wir haben einige große Portfoliobesitzer, die gerne weniger bezahlen möchten für ihre Operation. Nochmal, wir sparen bis zu 35% Energie. Wir sind eine Sensation, sage ich stolz. Und wenn nur 20% aller Gebäude, und wir glauben, wir sind anwendbar auf mindestens 80%, das einsetzen, dann haben Sie 1 Million Tonne weniger an CO2-Emissionen in der Schweiz. Damit schließe ich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus